dachten, sie wissen alles über den Sport. Die richtigen Schuhe, die richtige Kleidung, richtige Essen, richtige Training, die wussten alles. Aber sie hatten Grenzen. Wer von euch ist Marathonläufer? Wer ist schon mal einen doppelten Marathon gelaufen von denen? Mal gucken. Da sind jetzt nicht mehr so viele. Das eins der härtesten Rennen, damals war es wohl das härteste der Welt, ist Sydney-Melbourne. 1000 Kilometer durch die Wüste. 1000 Kilometer, heiße Wüste, australische Wüste, fies. Und 1983 spielt die Geschichte, die wahre Geschichte, die ich euch erzähle. Im Sydney Olympic Stadium treffen sich die 18 Superathleten, die dieses Rennen überhaupt durchhalten können. Um dann zu gucken, wer gewinnt dieses Rennen. Also die treffen sich in dem Stadion, die stehen an der Startlinie, alle 18 austrainierte Typen, richtige Viecher, musst du mal machen, 1000 Kilometer in ein paar Tagen. Und auf einmal kommt ein älterer Mann dazu. So schlendernd kommt er da so an und stellt sich auch an die Startlinie. Sieht ziemlich alt aus, sind die Verantwortlichen etwas geschockt, gehen dahin und sagen, was machen Sie hier? Sagt er, ja, ich will mitlaufen. Ja, haben Sie das denn schon mal gemacht? Der sieht auch seltsam verkleidet aus. Der hat so überall Löcher in die Hosen reingeschnitten und in sein Hemd. Also wirklich komisch sieht er aus. Und halt, wie gesagt, ziemlich alt. Haben Sie das schon mal gemacht? Nö, sagt er. Habe ich noch nicht gemacht. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ja, sagt er, ich habe da so eine Schafsfarm. Da laufen die Jungs jedes Jahr dran vorbei in diesem Rennen. Da habe ich gedacht, wenn du mal in Pension gehst, ja, dann machst du da mit. Ja, jetzt bin ich im Ruhestand. Wie haben Sie sich denn vorbereitet? Wo haben Sie Ihre Camps? Sagt er, Camps brauche ich nicht. Ja, was wollen Sie denn essen? Da habe ich im Rucksack. Will er also auch noch einen Rucksack tragen die ganze Zeit beim Laufen? Man kann es ihm nicht ausreden. Es gab keine Qualifikationen dafür, also kann man nichts machen. Die 18 und dieser Mann, Cliff Young, wie gesagt, wahre Geschichte, laufen zusammen los. Die laufen erst 3 Stunden im Sydney Olympic Stadium darum, damit die Zuschauer auch was sehen können, denn wenn die mal in der Wüste sind, siehst du die ja nicht mehr. Also laufen die da 3 Stunden rum, dann sind die Top 18 raus, durchs Tor ab, langsam Richtung Wüste und der Cliff Young, der läuft noch. Ein bisschen zurück, aber er läuft noch. Und da sagt der Stadionsprecher, ist beeindruckt, weil es heiß. Dann nimmt er das Mikrofon und sagt, meine Damen und Herren, was für ein Vorrecht, dass wir diesen tollen älteren Herrn kennenlernen. Wir werden ihn wahrscheinlich nie wiedersehen, aber lassen wir ihm einen großen Applaus geben. Er kriegt eine Standing Ovation, er feiert sich so ein bisschen mit und läuft dann da auch raus. Am Abend, nach 18 Stunden, sind die tollen Läufer, die Profis, in ihre Camps gekommen. Da werden die so ein bisschen massiert, kriegen was zu essen, zu trinken, schlafen 2-3 Stunden, wieder eine Massage, was essen, laufen die weiter, tagelang das Spiel, Riesengaudi. Die sind also in ihren Zelten und Cliff Young läuft noch, der läuft da noch. Und irgendwann läuft er am Lager der schlafenden Champions da vorbei, dieser Spitzensportler. Und da werden die Reporter noch mal ganz wach, wenn er da so lang joggt, laufen so neben ihm her und sagen, Cliff, Mr. Young, willst du nicht auch mal schlafen? Sagt er, ich verstehe nicht. Bin ich hier zum Rennen oder zum Pennen? Und er läuft weiter. Wahre Geschichte. Der läuft die ganze Nacht durch. Der läuft den nächsten Tag, die nächste Nacht. In der dritten Nacht schläft er zum ersten Mal 45 Minuten. Da seht ihr den. Er läuft diesen komischen Cliff Young Shuffle. Ja. Also gute Laufschuhe übrigens. Ne? Und gewinnt das Rennen. Mit 1,5 Tagen Vorsprung vor dem zweiten. Im nächsten Jahr, 1984, von den 18, die er geschlagen hat, laufen 17 eine schnellere Zeit, als Cliff Young das gemacht hatte in dem Jahr davor. Warum? Das waren die Jungs, die dachten, sie wissen alles über den Sport. Die richtigen Schuhe, die richtige Kleidung, richtige Essen, richtige Training, die wussten alles. Aber sie hatten Grenzen. Sie haben gedacht, sie müssen schlafen und Cliff Young hat ihnen gezeigt, für eine kurze Zeit brauchst du nicht schlafen, nicht so viel.
diese Grenzen in unserem Kopf, die in Frage stellen, ist ein ungeheures Privileg. Und deswegen freue ich mich so, dass wir diese zwei Tage miteinander verbringen können, dass du dir überlegst, ist es Zeit für meinen Aufbruch? Ist es Zeit für das nächsthöhere Level? Das erreichen wir immer dann, wenn wir Grenzen in Frage stellen und dann neue Strategien lernen, Leverage nutzen, mit Speed darangehen, es wirklich dringlich machen und dann sind wir da.